Guten Morgen, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann du dieses Video siehst, heute am 24. Februar 2020. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Ich hoffe sehr, dass es dir gut geht, dass du eine gute Woche hattest mit den spannenden Wörtern vom vergangenen Montag, dass dein Wochenende sehr schön war, dass du gut geschlafen hast, gut erholt bist und bereit für die neue Woche. Also, heute Montag 9 Uhr. Ich ziehe wieder drei Karten. Drei Karten aus einem Stapel von 80 Stück. Das ist ein Teil von den Wörtern, die ich über die Jahre gesammelt habe, zusammen mit meinen Klientinnen auch selber. Ich gemerkt habe, das sind die Wörter, die, sagen wir mal, das Potenzial haben, noch mehr Bedeutung im Leben zu gewinnen, beziehungsweise verschiedene Dinge auch zu ändern, wenn ich sie dann von einer anderen Perspektive aus sehe. Da sind Wörter dabei, die ich für die Designs verwendet habe, für die Armreifen mit den Wörtern und so weiter. Also eine ganze, ganze Liste über die Jahre. Und habe dann gemerkt, Mensch, es ist eigentlich ganz, ganz gut, um immer mal zu gucken, wie denke ich denn über dieses eine Wort und wie kann mir dieser Impuls dieser Bedeutung oder der verschiedenen Bedeutung helfen, für mich zu reflektieren und möglicherweise Dinge eben aus einer anderen Perspektive zu sehen, anders zu denken, anders zu fühlen, anders zu handeln, dass ich mehr Spielraum kriege. Und für diesen Spielraum im Denken, Fühlen und Handeln ziehe ich montags drei Karten. Und du kannst dir überlegen, nehme ich eins, zwei oder drei, also eine Karte, die zweite Karte oder die dritte Karte, oder nehme ich eine, zwei und alle drei zusammen. Nehme ich die Karte für Anfang der Woche, Mitte der Woche, Ende der Woche, so wie du das für dich diese Woche entscheidest. Okay? Ich bin immer ja, nervös. Naja, sagen wir mal so, der Adrenalinspiegel geht immer etwas nach oben, weil ich auch nicht weiß, was kommt. Und ich weiß auch nicht, welche Ideen ich gleich habe. Da werden wir mal gucken, was diese Woche ansteht. Also schau mal, was auch immer jetzt diese Karte sagt, das ist keine, ich sag mal, keine Orakelkarte im Sinne, das wird diese Woche passieren, sondern es ist eine Einladung zu schauen, wenn ich denn meine Woche unter diesem Aspekt mir angucke, was ändert sich dann? Was könnte dann passieren? Oder was mache ich möglich, damit es passiert? Okay? Dann nehmen wir die 1, die 2 und die 3. Okay? Ich weiß, es gibt heute wieder Geburtstagskinder, aber ich ziehe nicht ungefragt Karten. Also wer mal Geburtstag hat, wer mal einmal im Jahr Geburtstag hat, vielleicht sogar fällt es auf den Montag, dann schreib mir eine Nachricht und sag, du, ich hätte gerne eine Karte für mich und dann ziehe ich das auch live. Und wenn du sagst, du, nee, ich will aber für ein Thema im Privaten mal eine Karte oder drei Karten gezogen bekommen und dann in den tieferen Austausch gehen, dann kannst du das buchen. Klar. Kurze Werbeeinlage, jetzt kommen wir zu 1 für die Woche vom 24. Februar 2020. Ich wusste es ganz ehrlich, sorry, wenn ich das so sage, aber ich habe, also es ist ja nicht so, dass ich komplett na, sagen wir mal, ohne Gedanken in diese Ziehung gehe. Ich denke so oft, na, was, wenn diese Karte kommt, was würdest du dann sagen? Und diese Woche steht bei mir und meiner Familie im Zeichen der Familie, weil wir den Geburtstag meiner Tante feiern. Und da schon in Vorbereitung sind und uns Gedanken gemacht haben und deswegen alle zu ihr fahren und so weiter.
So, deswegen musste ich grinsen, weil ich dachte, es wäre ja verrückt, wenn da die Karte Familie kommt. Und deswegen habe ich jetzt so gedacht, ja, verrückter geht nicht. Also, die Familie für dich, wenn du die 1 gezogen hast oder die 1, sagst du, okay, die 1 habe ich für mich gewählt für diese Woche. Schau mal, wie du in dieser Woche für dich Familie als, sagen wir mal, Überimpuls nimmst und sagst, okay, wie ist es denn derzeit für mich mit meiner Familie? Und das hat so richtig schön Potenzial für einen Haufen Emotionen. Ja, also da kann Ärger dabei sein, da kann Trauer dabei sein, da kann Verachtung dabei sein, da kann Dankbarkeit dabei sein, also Freude, Liebe, so diese ganze Bandbreite an Emotionen. Und ich lade dich ein, diese Woche mal zu schauen, dass du versuchst, in die Beobachterrolle zu gehen, welche Rolle du in deiner Familie spielst. Also wir haben alle Rollen, ja, und du kannst verschiedene. Ich meine, wir sind Schwester, Bruder, wir sind Mutter, Vater, Tochter, Sohn, wir sind möglicherweise Großeltern, Enkel und so weiter. Und mit diesen Rollen kommen immer verschiedene Erwartungen. Erwartungen von anderen und auch Erwartungen, die wir haben an uns selber. Ja, als Tochter macht man dies so oder nicht. Und als Mutter macht man dies, Mann, ne? Macht man das so oder auch nicht. Um zu gucken, okay, in der Familienkonstellation, in der ich mich bewege oder auch aus der ich mich bewusst habe rausgenommen. Also es gibt ja einige, die sagen, ich will mit meiner Herkunftsfamilie nichts mehr zu tun haben. Und doch spielst du eine gewisse Rolle, beziehungsweise hast du aufgrund deiner Erfahrungen diese Entscheidung getroffen oder triffst du Entscheidungen. Und da mal diese Woche ganz speziell drauf zu achten und wieder ohne Wertung. Okay, als Mutter, welchen Anspruch habe ich? Als Tochter, welchen Anspruch habe ich? Und dann vielleicht die Nuance zu gucken, und ist es mein Anspruch? Kommt der von mir? Kommt der, weil ich das so für mich will und weil das meinem Wesen entspricht, weil das meinen Werten entspricht? Und als Tochter will ich das, weil... Um dann auch zu beobachten, ja, also dieser eine Teil ist du als Mensch und dann in der Rolle als Tochter oder Sohn, je nachdem, um dann zu gucken, und wo machst du Kompromisse und merkst, da fängt es an zu knirschen, weil du handelst aufgrund von Glaubenssätzen, aufgrund von Erwartungen. Und quasi in diesem Handeln an dir selber und deinen Werten so knapp vorbeischrammst oder sie eben nicht auslebst, weil, ne? Und das hat alles seinen guten Grund. Das ist ganz wichtig, um zu sagen, okay, ich möchte zum Beispiel meine Oma nicht verletzen oder so weiter, aber wenn ich dann dahin muss, dann geht's mir richtig schlecht. Also ich will das ohne Wertung, also es kann auch der Onkel sein oder die Tante oder, also ja, will da auch nicht meine Familie, meine ich jetzt nicht persönlich. Als Beispiel, ja, dass du zu jemandem hingehst, weil es so erwartet wird und innerlich dreht alles um und dir wird schlecht und du willst nicht und du hast total den Widerstand. Und das wahrzunehmen und zu sagen, okay, das kommt irgendwo her und es ist in Ordnung. Ja, also es klingt ja, wenn ich in Widerstand gehe und dann ärgere ich mich und dann bin ich wütend und dann handle ich so, wie ich eigentlich gar nicht will. Wie kann das in Ordnung sein? Weil dein System einfach so spielt und dich beschützen will und die Emotionen einfach ihre Funktion bzw. dann ihre Dysfunktion erfüllen.
Deswegen immer meine Einladung, schau, dass du es ohne Wertung nimmst und beobachtest. Weil wenn du anfängst, es zu beobachten und dich ein bisschen zurücknimmst und zu sagen, also zurücknehmen im Sinne von aus der Situation rausgehst und sagst, wie ist es eigentlich? Mit dieser Aufmerksamkeit und dem reinen Wahrnehmen verliert es ein bisschen an Kraft, verliert es ein bisschen an Schrecken, so wie dieses, oh, das ist ja spannend, dass ich das immer so mache, oder dass ja die Gisela oder die Erna das immer so macht, ist ja spannend, dass die da immer wieder reinrutscht. Ja, da lade ich dich ein. Das sind so diese Muster, die oft verbunden sind mit Familie, wenn man sagt, oh, Familie. Das ist so die eine Seite. Wenn du das Gefühl hast, da knirscht es, geh in die Beobachtung, geh und gucke, was, in welcher Situation knirscht es und in welcher Rolle bist du dann gerade. Ja? Bist du dann auf Augenhöhe oder bist du das kleine Kind? Hast du das Gefühl, du wirst nicht gehört? Oder kannst du eben sagen, was für dich wichtig ist? Unterdrückst du es, weil ABC? Oder kannst du sagen, ich bin erwachsen und ich kann mit meiner Familie, mit den einzelnen Menschen tatsächlich auf Augenhöhe über meine Bedürfnisse und auch über das, was ich geben kann, sprechen, das ausdrücken, verbal und nonverbal. Ja? Und gerade, also, und dann eben zu schauen ich will es ja nicht schwarz-weiß machen, wenn du sagst, okay, gerade wie ich jetzt, wir haben ein tolles Familienwochenende oder eine halbe Woche Wochenende vor uns, wo ich ganz genau weiß, da werde ich wieder Menschen, die mir wichtig sind, treffen, die ich lange nicht gesehen habe. Und auch das aufzunehmen, diese Dankbarkeit für diese Begegnung in Menschen, die mir quasi zugeteilt wurden in meinem Genpool und weil ich einfach reingeboren wurde und alles das macht für mich Sinn und hat einen Sinn. Und ich werde am Wochenende wieder ein bisschen gucken, was ich lernen kann und was ich auch reinbringen kann. Also guck, dass du für dich in deiner Familie den Part, der dir entspricht, deinen Werten, deiner Stärke, deiner Liebe, dass du den auch richtig, richtig schön ausleben kannst, okay? Das, was dir wichtig ist. Die Familie, die Eins. Jetzt gucken wir mal, was die Familie als Ankerwort so hat. Okay, die Woche ist ja echt witzig wieder. Familie und Ausdauer. Ich meine, das ist so, das braucht auch Ausdauer, oder? Also, ich finde das ganz witzig gerade, wirklich die Kombination Familie und die Definition der Rollen und was damit an Ansprüchen und Erwartungen mitkommt, weil ich glaube, also es ist einfach so, wir behalten ja unsere Rollen nicht so, wie sie uns zugeteilt worden sind. Klar werde ich immer Tochter sein und dennoch mit jedem Jahr, dass ich auf dieser Erde bin, ändert sich ein bisschen was für mich. Ich werde älter, weiser möglicherweise und meine Ansprüche, meine Erwartungen ändern sich. Und jetzt kommt die Ausdauer ins Spiel, wenn du die zwei für dich gewählt hast. Ich glaube, dass Ausdauer im Sinne von dran zu bleiben hervorragend getestet wird und als Lernfeld in der Familie möglich ist. Ja? Weil, also ich kenne wenige, ich kenne einige, die komplett gebrochen haben mit der Herkunftsfamilie und andere wieder, die immer wieder und immer wieder versuchen, Dinge zu ändern oder sich zu ändern oder eben eine andere Konstellation aufzubauen in den Emotionen. Und
Da lade ich dich diese Woche ein, zu gucken, Ausdauer für dich, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur auf die Familie bezogen. Wie ist das mit dir selber, mit deinen Werten und dem Anspruch, diese zu leben und deiner Ausdauer? Immer wieder und immer wieder und immer wieder aufs nächste Level zu kommen. Also hast du, ich will jetzt nicht sagen die Fähigkeit, weil das weiß ich, dass du sie hast, aber wie leicht, ja, wenn wir eine Skala haben, wie leicht fällt es dir? Minus 10 ist vielleicht, ich kann das überhaupt nicht, ich habe nie Ausdauer, ich schaffe das nicht, das muss sofort passieren oder ich lasse es. Oder du hast die plus 10 und sagst, na, ich bleibe immer dran. Selbstverständlich, irgendwann wird das schon. Wo bewegst du dich auf der Skala von minus 10 bis plus 10 mit deiner Ausdauer? Und zu gucken, wovon hängt deine Ausdauer ab? Also es gibt, um noch eine andere Richtung einzuschlagen, das englische Wort Grit. Ich denke, das hat auch viel mit Ausdauer zu tun, was einen sehr, sehr großen Einfluss, also die Ausdauer und Grit, einen sehr, sehr großen Einfluss auf unseren Erfolg hat. Guten Morgen, liebe Christiane aus Stade. Und diese Ausdauer, also dieses Dranbleiben, und ich meine nicht durchhalten, nur um durchhalten zu müssen oder zu wollen, sondern wirklich dauerhaft dran zu bleiben an einer Sache, hat einen immensen Einfluss. Das sind so diese kleinen Schritte, diese kleinen Schritte hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf quasi das Ergebnis. Und die Einladung für dich mal zu schauen, minus 10 plus 10, wie ist das mit deiner Ausdauer und in welchen Lebensbereichen? Also wo siehst du, da hast du Ausdauer, das ist überhaupt keine Frage. Ja, da bleibst du dran, selbstverständlich. Und andere Bereiche, da sagst du, nix ist, geht nicht, ich kann da nicht dranbleiben, da wird es mir schlecht oder ja, so dieses, nee, das geht nicht, das entspricht überhaupt nicht mir. Zu beobachten, Ausdauer in dieser Woche, wo hast du es? Wo ist es für dich keine Frage? Wo ist es eine plus 10? Wo ist es eine minus 10? Und dann zu schauen, woran könnte das liegen? Liegt es daran, weil es einfach ein Thema ist, das hat dich schon immer interessiert? Ja? Oder das ist so stark mit Menschen verbunden, die dir wichtig sind, dass es keine Frage, dass du dann mit diesen Menschen dran bleibst, auch wenn das Thema möglicherweise jetzt nicht so deinem Interessensgebiet entspricht, aber das Ganze drumherum. Ja, füttert deine Ausdauer, weil es einfach passt und du dranbleiben kannst, weil du es nicht nur für dich machst und für deine Interessen, sondern auch für die anderen Menschen. Und woran liegt es, wenn du keine Ausdauer hast? Ist es das Thema? Sind es die Menschen? Ist es möglicherweise der Raum, in dem du bist? Ja, so mal zu gucken, okay, in Beziehung zu den Menschen, zum Raum, zum Thema, wo bewegst du dich dann, um dann zu merken, ah ja, okay, also wenn mir das so wichtig ist und das nicht erfüllt wird, damit ich dauerhaft dranbleiben kann, was kann ich dann dafür tun, um diese Stellschraube zu verändern, damit ich die Ausdauer habe? Und Ausdauer, vielleicht nicht unbedingt für ein ganz konkretes Ziel oder möglicherweise doch, um zu sagen, okay, wofür brauche ich jetzt diese Ausdauer? Ja, was soll am Ende bei rauskommen? Okay, so die Ausdauer war jetzt, ja, da könnte ich noch ein bisschen weiter dran üben, glaube ich. Ich hoffe, du weißt für dich,
was du mit Ausdauer in dieser Woche anfangen kannst und was du selber mal beobachten möchtest und dem auf die Spur gehen möchtest. Okay? Vielleicht war das, was ich gesagt habe, schon der erste Impuls. Und dann gucken wir mal jetzt, was die 3 ist. Aha, das ist die Ohnmacht. Die 3 Karten zusammen gleich. Super. Die Ohnmacht für die 3. Wenn du gesagt hast, ja, ich nehme die Woche die 3 und jetzt denkst, Mist. Und dann ist es so nach dem Motto, ich kann überhaupt nichts tun, was die da zieht. Das ist, ne? Und das ist so dieses Gefühl von Ohnmacht. Du hast keinen Einfluss. Du bist ausgeliefert. Und das Gefühl von Ohnmacht ist. Also ich, für mich glaube, eine der Knackpunkte, warum, also was einen immensen Einfluss hat auf unser Wertesystem, beziehungsweise zum Wertesystem gehört, einen immensen Einfluss hat auf unser Wohlbefinden, auf unser körperliches Wohlbefinden und auf unser seelisches Wohlbefinden. Und da lade ich dich ein, diese Woche, wenn du die 3 dir ausgesucht hast, mal zu gucken, zu beobachten. Okay, Ohnmacht. Ich bin mir sicher, du kennst das Gefühl. Ja, wir haben alle Situationen, in denen wir uns ausgeliefert fühlen, in denen wir uns ohnmächtig fühlen. Die Frage ist dann allerdings wieder auf einer Skala. Wo bewege ich mich? In welchen Bereichen? Sind es Bereiche, naja, da habe ich jetzt nicht sofort den Einfluss und es ist jetzt für mich auch nicht so wichtig. Was ist ich? Ich habe keinen. Also, jetzt muss ich mal ganz doll aufpassen, weil ich natürlich, also ich selber glaube fest daran, dass wir alle Einfluss haben auf alles, was uns umgibt. Deswegen kann ich jetzt schlecht sagen, ich habe keinen Einfluss darauf, welche Gemüsesorten ich im Supermarkt kriege, weil das stimmt nicht mit meinem Einkaufsverhalten, habe ich. Okay, das ist ein bisschen weit gegriffen. Beobachte mal in deinem Alltag diese Woche, in welchen Bereichen hast du das Gefühl, selbstverständlich habe ich hier ganz konkreten Einfluss. Und kann meine Situation sofort ändern, ich kann mein Denken ändern, ich kann mein Handeln ändern und ich habe Einfluss auf das, was ich tue, mit wem ich es tue, warum ich es tue und wie ich es tue. Und in welchen Bereichen hast du eben das Gegenteil und das heißt, ich fühle mich ausgeliefert, ich habe hier keine Macht, ich bin hier ohne Macht. Und dann zu gucken, wenn dir dieses Gefühl begegnet, in welchem Lebensbereich ist das und wie wichtig für dich ist es in diesem Lebensbereich? Also ich für meinen Teil habe einen Großteil dieser Emotionen von Ohnmacht in meinem alten Job gehabt. Keinen Einfluss darauf hatte, auch wenn ich gesagt habe, dann und dann kann ich nicht, wie die Meetings gelegt wurden, welche nächsten Projekte auf meinem Tisch gelandet sind. Darauf hatte ich keinen Einfluss. Und mal abgesehen von dem Gefühl der Nicht-Wertschätzung für meine Person, war das auch ein Gefühl der Ohnmacht. Und ich glaube, dass wir als Menschen, als Kreative, als Kreierende, als Schöpfende irgendwann, ich will nicht sagen, daran zugrunde gehen, aber dass das einfach einen wirklichen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, ob wir mitmischen können oder nicht, zum Beispiel auf Arbeit, in der Auswahl, wie wir Dinge tun können und so, dass es unserem Charakter entspricht, unserem Wesen entspricht. Jetzt hoffe ich tatsächlich, dass ich einen ganzen Satz gemacht habe. Ich verliere mich manchmal. Manchmal habe ich das Gefühl,
der Mund macht sein eigenes Ding. Also für dich, wenn du die drei gewählt hast, schau mal, wo du Macht hast, wo du dich ohnmächtig fühlst, also in welchen Bereichen und inwieweit es dir dann möglich ist, wenn du das Gefühl hast, da hast du keine Macht, entweder selber zu gucken, okay, kann ich da in meinem Denken und Handeln selber etwas tun? Und sag nicht, naja, die da oben, sondern ich kann vielleicht das eine oder andere doch verändern. Oder du sagst, es geht nicht. Und da ist wieder die Einladung, erstmal zu überprüfen, ohne zu werten. Wobei das bei Ohnmacht, glaube ich, richtig schwierig ist. Meine Herren, diese drei Karten zusammen, also Ohnmacht ist mal so eine Karte, die bringt auch bei mir relativ viel hoch. Familie, Ausdauer, Ohnmacht. Jetzt ist natürlich, für mich natürlich, wirklich so der erste Impuls, okay, wie bringe ich Familie und Ohnmacht und Ausdauer zusammen? Also Ohnmacht auch speziell in der Familie. Und da habe ich so meine eigene Erfahrung, meinen eigenen, also was mir sehr, sehr wichtig ist, ist zum Beispiel, also ich glaube, dass wir das alle kennen, als Kind sich ohnmächtig zu fühlen. Und das ist einfach so und ohne Wertung, es hat alles seinen Grund, ja. Es sei denn, wir sind mit Absicht misshandelt worden. Die Ohnmacht in der eigenen Familie, das wäre jetzt ein Thema für diese Woche, möglicherweise, das zu beobachten. Wie ist das in deinen verschiedenen Rollen, in deiner Familie, in deiner Wahlfamilie, in deiner Herkunftsfamilie? Je nach Rolle, wo spürst du Ohnmacht? Wo hast du selber das Gefühl, hier braucht es meine Ausdauer, um dran zu bleiben oder um zu üben, dass ich nicht jedes Mal an die Decke gehe? Und wie ist es mit deinem Einfluss auf die Familienmitglieder? Gibst du den Familienmitgliedern genügend Raum für Augenhöhe, für Macht im Sinne von, dass sie sich ausdrücken können, dass sie ihren Raum nehmen können? Wie ist das Verhältnis? Also für mich hat sich in den letzten Jahren das sehr geändert. Ich habe auch unfassbar viel durch meine Tochter gelernt, um eben auch dieses, ich bin die Erwachsene, ich entscheide und du bist klein und du verstehst es überhaupt noch nicht, um das komplett, also sie ist ja nicht mehr klein, aber um das komplett rauszunehmen, weil alles gilt. Und dieses Gefühl der Ohnmacht in der Familie oft daher kommt, dass, also aus der Kindheit so dieses, ja, aber wenn ich doch traurig bin oder wenn ich vor Freude durch die Gegend hüpfe, dann ist es für mich in diesem Moment die Realität. Und wenn mir dann jemand sagt, nein, das ist nicht so, das ist nicht so schlimm oder stell dich nicht so an oder das ist zu viel, dann wird mir, sagen wir mal, die Macht meiner Emotionen genommen. Dann gilt sie nicht mehr. Und wenn sie nicht mehr gilt als Kind, dann heißt es, ich gelte nicht mehr. Ja, mein Sein gilt nicht mehr, so wie ich bin, so wie ich fühle, darf so nicht sein. Und dann rutscht es relativ schnell in dieses, na, ich kann eh nichts tun, es wird eh nicht gewürdigt und in dieses Gefühl der Ohnmacht rein. Und vielleicht kennst du das. Um da eben zu gucken, okay, mit dieser Erfahrung, manches lässt sich, also vieles, fast alles, lässt sich ja wieder auflösen, entkoppeln. Doch du als Erwachsener, als Erwachsene jetzt,
hast genau den gleichen Einfluss. Du bist jetzt die Erwachsene, der Erwachsene. Wie gehst du mit den Emotionen und mit den Realitäten anderer Menschen um? Gibst du ihnen die Macht über ihre Emotionen, über ihre Realität in diesem Moment und sagst, puh, das muss sich für dich gerade richtig scheiße anfühlen oder Mensch, ist das genial, um das zu, ich sag mal, zu sehen und zu sagen, ja, um dann wiederum das Ausgeliefertsein des anderen Menschen, vielleicht möglicherweise in der Emotion ein bisschen aufzufangen. Also gerade bei Kindern ist das so, wenn die schreien und schreien und schreien und nicht mehr aus noch ein wissen, ist das in diesem Moment die Realität, das ist einfach, die Welt bricht zusammen. Und dann als Erwachsener zu sagen, hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Gibt das Signal, dass du bist nicht richtig, das stimmt so nicht. Wenn wir es als Erwachsene dann schaffen, um einfach diesen Raum zu geben, um zu sagen, ich sehe dich, dann kann sich das von selbst regulieren. Ja, dann, oh, ich werde gesehen und dann kann ich mich auch selber wiedersehen, wenn ich mich durch den ruhigen Part, den liebenden Part, durch diese Augen sehen und fühlen kann, dann ist es für mich möglich, mich mit diesem Augen, Außenblick, auch als kleiner Mensch, zu sehen und zu sagen, ich kann mich wieder beruhigen, ich kann mich wieder beruhigen, ich kann mich wieder beruhigen. Ja? Also guck mal, wie viel Macht du selber in deiner Ausdauer dann auch solche Katastrophenemotionen bei anderen auszuhalten, ja, also ein schreiendes Kind nur den Raum zu geben, wie gelingt dir das, also da das nicht runterzudrücken und Ausdauer in dem Sinne zu haben, dass du es auch aushältst, dass es anderen mal nicht gut geht. Ja, also dieser Impuls, das Kind zu beruhigen, und ich rede jetzt von Kind, aber es geht auch um das kleine und innere Kind. Ich denke, das weißt du. Wenn wir es schaffen, dieses auszuhalten, also wirklich die Ausdauer zu haben, um zu sagen, es wird wieder gut, innerlich. Um den Raum zu geben, dem anderen den Raum zu geben, diese Emotionen auch zu fühlen, ausdrücken zu dürfen, damit es sich dann in dann nicht mehr hilflos und ohnmächtig fühlt. Ich glaube, wenn wir diesen Part im Wechsel füreinander spielen können, dass sich dann die Dynamik in einer Familie sehr ändern kann. Zur, sagen wir mal, zum inneren Wachstum und zu einer sehr, sehr starken Beziehung. Also kann ich die Ausdauer, die Zeit, diese innerliche Stärke haben, um auch mal eine Abreaktion auszuhalten und es nicht persönlich zu nehmen, sondern in dem Fall eben den Raum zu geben, dass diese Reaktion erfolgen darf und im Gegenzug, wenn du dich ohnmächtig fühlst, wenn du überrannt wirst von deinen Emotionen, um zu sagen, ich brauche jetzt einfach mal, ich muss jetzt mal schreien. Und das hat nichts mit dir, ja, da geht man in die Rechtfertigung, das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich doch einfach jetzt mal schreien, um aus dieser Ohnmacht, ich muss meine Emotionen unterdrücken, ich darf sie nicht zeigen, um da rauszukommen und für dich selber die Macht wieder zu übernehmen, um deine Emotionen ausdrücken zu dürfen. Wenn wir sie unterdrücken, dann werden sie uns schädigen. Dann können sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Du merkst, ich habe meinen Emotionscoach jetzt immer dabei. Dann können sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen und dann werden sie uns einschränken. Also guck mal, Ausdauer geben, Raum geben, selber aus der Ohnmacht rauskommen, aus der Ohnmacht der eigenen nicht ausgedrückten Emotionen,
Und dann in der Familie, weil das ist natürlich das Übungsfeld schlechthin. Ja, weil diese Menschen, mit denen wachsen wir. Und wenn es da möglich ist, in dieser Familie auf diese Art und Weise zu wachsen, dann wäre das natürlich super. Und dann wäre das für die Woche sensationell. So, das waren die drei Karten, sind die drei Karten Familie, Ausdauer und Ohnmacht für die Woche vom 24.02. Ich bin sehr gespannt, das war jetzt relativ viel, ganz verschiedene Aspekte. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du für dich da auch eine Meinung hast und sie in die Kommentare schreibst. Also das ist mir immer mega wichtig. Ich finde es schön, diesen Austausch. Und ich merke immer, ich habe auch nur meinen Blick. Und ich liebe es, wenn wir uns austauschen können und auch natürlich die, die diese Montagsziehung sehen, dann untereinander sagen, das habe ich so für mich noch nicht gedacht und das wäre ja jetzt ein neuer Aspekt, der mir hilft. Okay? Also in diesem Sinne wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Woche, eine sehr warme Woche im Sinne von Familienverbindung. Und dann sehen wir uns. Wir sehen uns auf alle Fälle am 2. März um 9 Uhr hier wieder. Ich bin noch dabei zu spielen, ob ich den 1. März mit der Märzkarte schaffe. Sonst ziehe ich wieder vier Karten am 2. März. Das geht ja dann auch. Also, bis dahin eine sehr, sehr gute Zeit. Ciao, ciao.